Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute wird es bei uns um ein Spiel aus dem Squad-Battles-Modus gehen. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex, es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Die Kragens kommen. Gündoğan. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Schwache Aktion, Ballverlust. Das ist natürlich ein guter Pass. So, der Ball ist erstmal weg. Vázquez. Klasse Pass. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Kai Havertz. Wadi. Das ist es vielleicht. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. In den freien Raum. Sie machen das Tor. Optimaler Start. Früh gehen sie hier in Führung. Genauso hatten sie sich das auch erhofft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Preps mit dem Angriff. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Thiago, schöner Pass. Er macht das Spiel schnell. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Stark gearbeitet hier. Rüdiger, ja, gut gelöst. İlkay Gündoğan, Jamie Vardy, Thiago, da sind sie da, guter Block. Machen sie gut, Steilpass. Er hält diesen Ball, sensationell. Na, die erste Ecke ist es für den Außenseiter, viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Ecke kommt in den 16er. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das ist jetzt seine Chance. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. Jetzt kommt die Ecke. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ballverlust der Preps. Vardy. Gündoğan. Er hält ihn. Wie ist es denn zu fassen? Jetzt Eckball. Erstmal geblockt. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Jamie Vardy. Luke Shaw. Die Chance. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Nur noch der Torwart vor sich. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gündoğan. Den Ball hält er gut. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit.
Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Vázquez. Kai Havertz. Luke Shaw. Geht jetzt in die Mitte. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal geht. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Gute Balleroberung hier. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt Thiago Alcantara. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Klasse Pass jetzt. Blockt ab. Ballverlust Vardy. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Gündogan. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Die Krakens sind vorne. Es war eine gute erste Hälfte. So kann es aus unserer Sicht nach der Pause gerne weitergehen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht interessant. Sie holen sich den Ballbesitz. Joao Cancelo. Und jetzt ein Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Vardy. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Alphonso Davies. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Aber dann werden sie zu leichtsinnig. Ballverlust. Vardy. Da ist Thiago. Die Krakens haben den Ball abgegeben. Schießt er ihn rein. Da passt der Torhüter auf. Und den Ball hält der Torhüter fest. Kai Havertz. Beim Ballbesitz sprechen die Zahlen momentan für die Krakens. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Phänomenal. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Happy birthday to Nelson Mandela.
Sie verlieren den Ball. Schönes Zuspiel hier. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Vardy. Vardy spielt den Ball steil. Jetzt könnte was entstehen. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Es gibt einen Wechsel. Die Ecke kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Die Krakens können über außen kommen. Viel Platz da in der Mitte. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Klasse Technik. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Viel Platz jetzt. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Gut dazwischen gegangen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Sie versuchen es. Schuss kommt nicht durch. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Das ist die Chance. Da ist der Ball im Netz. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4:1. Sie holen sich hier den Ball. Joao Cancelo. Schöner Versuch. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt er Maß und drin ist der Ball. Klasse Tor. Hier ist die Wiederholung. Ja, das ist schon eine ordentliche Entfernung, aber da stimmt einfach alles. Der passt und ist am Ende auch nicht zu halten. 5:1 jetzt also der Spielstand. Klasse durchgesetzt. Chance zur Flanke jetzt. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Ball kommt rein. Er ist da und hat den Ball. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Schönes Zuspiel. Steilpass kommt an. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Kein Tor in der Szene, die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Alphonso Davies. Ballverlust von Davies. Ja, könnte was werden. Über die Torauslinie, Ecke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das ist der Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gäste...